Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Lea und in diesem Video stelle ich dir die größten Veränderungen vor, die mit dem Update von Elementor Pro auf die Version 2.9 gekommen sind. Generell ist Elementor ein Plugin, das sich ständig weiterentwickelt und falls du irgendwie Tutorials von mir schaust und das Ganze sieht vielleicht ein bisschen anders aus als bei dir, dann wundere dich auf jeden Fall nicht. Es liegt dann einfach daran, dass ich mit einer etwas älteren Version die Tutorials schon aufgenommen habe. Die Grundfunktion bleibt natürlich immer gleich, aber es gibt eben immer wieder einige coole neue Updates. Die Updates, die ich dir jetzt zeige, beziehen sich wie gesagt auf die Pro-Version von Elementor. Wenn du die noch nicht hast, dann kannst du einfach unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken oder du gehst auf online-toolkiste.de/elementor-pro und kannst dir da Elementor Pro herunterladen. Und jetzt lass uns loslegen mit zwei sehr, sehr coolen neuen Updates von Elementor 2.9. Starten wir mit dem meiner Meinung nach coolsten neuen Feature. Was bisher ja schon möglich war, war, dass du mit dem Theme Builder von Elementor Pro deine komplette Webseite bearbeiten kannst. Das heißt, du konntest auch den Header editieren, du konntest den Footer gestalten und so weiter. Also wirklich jeden Bereich deiner Webseite. Um das zu tun, musstest du aber wirklich eben für jeden dieser Bereiche, für den Header, für den Footer und so weiter, einzelne Templates anlegen. Und wenn du diese bearbeiten wolltest, dann musstest du auch in das Template jeweils reingehen und das dann bearbeiten. Das war je nachdem immer ein relativ großer Aufwand, weil du dich natürlich immer relativ viel hin und her klicken musst. Das ist jetzt allerdings Geschichte, denn seit dem Update auf 2.9 kannst du das jetzt alles auf einer Seite machen. Das Ganze nennt sich Full Site Editing und ich zeige dir jetzt einfach mal kurz, wie das funktioniert. Ich bin jetzt hier auf meiner Startseite und klicke einfach mal auf mit Elementor bearbeiten und dann komme ich in den ganz normalen Editor, wie du den auch kennst. Bisher war es jetzt eben so, dass mir der Header hier oben zwar angezeigt wurde, ich den aber nicht bearbeiten konnte, sondern ich konnte eben wirklich hier nur den Inhalt meiner Seite quasi bearbeiten. Und du siehst aber schon, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber gehe, dann kommt hier die Option Kopfzeile bearbeiten und wenn ich da mal draufklicke, dann springt das Ganze quasi um und ich kann jetzt hier den Header bearbeiten. Und das ist halt wirklich mega gut, weil ich jetzt hier nicht noch groß hin und her klicken muss, zum Template wechseln und wieder zurück, alles separat aufmachen, sondern ich kann das jetzt hier eben wirklich komplett auf der ganzen Seite bearbeiten. Das gleiche gilt natürlich hier unten auch für den Footer, also auch den kann ich jetzt hier wieder bearbeiten. Und ja, das Ganze ist eben so ein bisschen farblich voneinander abgetrennt. Wenn ich jetzt hier wieder die Seite bearbeiten will, klicke ich einfach hier wieder drauf und es ist einfach richtig gut. Also das ist wirklich ein Feature, da bin ich so froh, dass es das jetzt gibt. Es spart wahnsinnig viel Zeit, ja, wenn dir irgendwie eine Kleinigkeit auffällt, die du gerade noch ändern möchtest, dann kannst du das jetzt wirklich direkt auf der gleichen Seite machen und ich finde es wirklich mega, mega gut. Full-Site-Editing ist also definitiv eins meiner neuen Lieblings-Updates in Elementor Pro. Kommen wir jetzt zu einer anderen, ebenfalls ziemlich coolen Sache. Und zwar war es ja in WordPress generell bisher so, dass du alle deine Veränderungen und Anpassungen, was so Schriftarten, Farben und so weiter angeht, dass du das normalerweise über den Customizer gemacht hast. Das heißt, dein Theme hat quasi all sowas organisiert. Und jetzt in Elementor Pro 2.9 ist es aber eben so, dass du das Ganze auch in Elementor machen kannst. Das nennt sich Theme Styles und auch das zeige ich dir jetzt mal kurz im Bildschirm, wie das Ganze dann aussieht. Damit das Ganze funktioniert, musst du zuerst mal die globalen Einstellungen von Elementor deaktivieren und zwar unter Elementor Einstellungen und dann hier bei Generell und hier sind das jetzt diese beiden Häkchen, die du hier quasi aktivierst, um die Standardeinstellungen zu deaktivieren und klickst auf Änderungen speichern. So werden dann eben nur die Einstellungen genutzt, die du jetzt selber einstellen kannst. Da gibt es dann eben keine Konflikte. Und dann gehen wir mal in Elementor rein, über die Startseite, mit Elementor bearbeiten. Die Theme Styles findest du in Elementor dann hier oben unter dem Hauptmenü. Die haben hier einen eigenen Menüpunkt. Und das Ganze wird dann hier quasi einmal geöffnet und dann hast du jetzt hier verschiedene Bereiche, die du bearbeiten kannst. Also das ist hier einmal der Hintergrund, also das ist dann eben die Farbe, deine Hintergrundfarbe von der Seite. Dann die Option Typografie. Hier geht es dann eben um die Schriftarten und das ist eben wie gesagt genau das, was du halt auch normalerweise im Customizer einstellst, was dann eben von deinem Theme abhängig ist. Hier kannst du also die Textfarbe, die Schriftart, das ist hier eben genau, das sind die gleichen Einstellungen, die du sonst auch in meinem Elementor hast unter Typografie. Und dann hast du hier zum Beispiel noch die Linkfarben und hier hast du die einzelnen Überschriften. Das heißt, du kannst dann hier für deine einzelnen Überschriften H1 bis H6 jeweils eine individuelle Farbe einstellen, wenn du das möchtest. Du kannst die Schriftart und die Schriftgröße anpassen. Das machst du alles unter Typografie. Dann die Option Buttons
Und das ist halt wirklich was, was ich super, super praktisch finde, weil ich benutze auf meinen Webseiten relativ häufig Buttons und ich hatte das halt echt immer so, dass ich wirklich ja eben mit diesem Standard-Button quasi von Elementor arbeiten musste. Wenn ich den eben nutzen wollte, dann sah der eben überhaupt nicht aus, so wie ich das gern wollte. Und ich musste das jedes Mal individuell einstellen. Und dadurch, dass ich jetzt hier eben meine allgemeinen Einstellungen festlegen kann, also meine Schriftart, ich kann die Hintergrundfarbe direkt festlegen, die Textfarbe, das kann ich halt alles direkt machen. Und wenn ich dann eben die Buttons nutze, sieht es eben direkt so aus, wie ich das gern hätte. Und das spart mir natürlich super viel Arbeit. Genau, und dann hast du hier noch die Option Form Fields, also das ist dann eben für Formulare. Du hast die Option Bilder, das kannst du hier auch direkt festlegen, kannst direkt einstellen, ob Bilder zum Beispiel einen Rahmen haben sollen, ob sie abgerundet sein sollen, wie die Deckkraft sein soll. Und du hast hier noch die Option, auch eigenes CSS hinzuzufügen, falls du das möchtest. Und das gilt dann eben auch direkt für deine komplette Webseite. Also ich finde diese Theme-Style-Option einfach super gut, gerade jetzt für die Buttons zum Beispiel. Ja, und generell kannst du jetzt mittlerweile eben wirklich eine ganze, ganze Menge direkt in Elementor einstellen und bearbeiten, ohne dass du wirklich noch ja, in dein Theme wechseln musst, also in den Customizer rein. Kannst das mittlerweile jetzt alles in Elementor selber machen, was ich persönlich sehr, sehr praktisch finde. Das war also ein kleiner Einblick für dich in die neuen Funktionen von Elementor Pro 2.9. Es gibt natürlich auch noch einige kleinere weitere Veränderungen, aber das Full-Site-Editing und die Theme-Styles sind eben definitiv die größten Veränderungen. Wenn du noch Fragen hast zu den beiden Funktionen, schreib sie super gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir weitergeholfen hat. Und wenn du meinen Kanal abonnierst für noch mehr Tutorials zu Elementor und auch zu vielen anderen Tools. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.